Wir sind keine Opfer. Wir sind strahlende, erfahrene Planetentransformatoren aus Leidenschaft. Wir sind Geschöpfe voller Liebe und Licht, die hierher gekommen sind, um bei diesem Prozess auf diesem Planeten, den es besonders schlimm erwischt hat, mitzuhelfen. Denn uns alle hat es ja ganz viel Mühe gekostet, uns hier anzupassen. Wir fanden das ja eigentlich von Anfang an alles sehr komisch hier. Praktisch alle, die dieses Video gucken, haben von Anfang an sich hier irgendwie fremd gefühlt und hatten immer das Gefühl, irgendwie bin ich anders, irgendwie. Aber wir sind ja hierher gekommen, damit wir diese gestörten Bedingungen wieder in etwas Heiles verwandeln können und diesen Ort wieder heilen können. Und deswegen müssen wir diese gestörten Bedingungen, die wir brauchten, um hier überleben zu können, jetzt loslassen. Und dafür brauchen wir Mut. Das Thema Mut ist im Laufe des letzten Jahres für mich sehr stark in den Vordergrund gerückt, weil ich gemerkt habe, das ist genau das, was uns am meisten fehlt. Sehr viele von uns sehen doch ziemlich deutlich in unterschiedlichen Tingierungen, aber ziemlich deutlich, dass hier was schiefläuft, auch was schiefläuft. Aber der Mut, wie damit umzugehen ist, den haben wir eben einfach nicht geübt. Und in meinen Augen ist Mut etwas, was uns jetzt ganz entscheidend nötig, Not tut und was wachsen muss, dringend. Und Hölderlin hat schon gesagt, wo Not ist, wächst das Rettende auch. Und was uns jetzt rettet, ist unser persönlicher Mut. Und ich meine damit nicht den Mut gegenüber einem System oder im Widerstand gegen. Wir müssen standhalten, indem wir frei bleiben von Genmanipulation und uns immer mehr befreien aus der propagandistischen Manipulation der Informationen und Nachrichten, die die ganze Zeit über uns abgeregnet werden. Aber wofür wir vor allem Mut brauchen, das ist, uns selber anzuschauen, denn wir haben ja diesen Zustand, in dem wir uns gerade befinden, mit ermöglicht, mit unserer Naivität, mit unseren bequemen und zum Teil auch traumatisierten neurotischen Mustern, mit unserer Kindheitsprägung, mit unserer Gutgläubigkeit, dass das alles schon so in Ordnung ist, wie es ist, mit unserer Bereitschaft einfach so zu leben, wie man das von uns erwartet, obwohl in uns immer so ein leises, feines Stimmchen sagt, ja, Moment mal, das kann's doch nicht sein, dass das Leben nur aus Konsum und den kostbarsten Wochen des Jahres mit Neckermann und irgendwie noch besseren Konsum und noch mehr und so besteht. Es muss doch hier noch was anderes sein und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und die ganze Ungerechtigkeit, das spüren wir ja nicht erst seit 2 Jahren, das spüren wir ja schon viel länger, dass eigentlich alles ganz anders sein sollte. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir merken, wenn wir jetzt nicht allmählich sagen, Moment, ich will aber jetzt was anderes und uns das herstellen, jeder von uns in seinem Umfeld, sodass es dann zusammenwachsen kann zu einer neuen gemeinsamen Realität, dann erschaffen die anderen das für uns, wenn wir untätig bleiben beziehungsweise uns weiter so mitschlänzen lassen. Und um damit aufzuhören und uns selbst zu verwirklichen im wahren Sinne des Wortes, brauchen wir eben Mut. Deswegen habe ich ja jetzt auch vor kurzem mit einem Erfolg der Carolis von Sei Mutig TV und mich wirklich auch umgehauen hat, diese Mutgruppe gegründet, Dagmars Mutgruppe, wo wir uns vernetzen, wo alle diejenigen, die eben mit meiner Art zu versuchen zu sein, in Resonanz sind, sich zusammenfinden können. Und ich möchte deswegen heute noch einmal kurz was dazu sagen, wofür wir meiner Meinung nach diesen Mut brauchen und wie der aussieht. Denn ich glaube, wir brauchen den Mut vor allem jetzt dafür, um uns von unseren eigenen alten Mustern zu verabschieden.
Und ich möchte dazu ganz kurz etwas vorlesen aus meinem Alljahres-Lieblingsbuch IT 101, die vereinfachte Notausgabe Erde des kosmischen Handbuchs zur planetaren Evolution. Wenn wir davon ausgehen, dass wir hierher gekommen sind, um wirklich der Erde bei diesem Übergang zu helfen und dass wir alle vorher schon wussten, wir müssen, wenn wir hierher kommen, auf dem, wie es hier so schön heißt, gegenwärtig noch traumatischen Geburtsweg, erstmal ganz viele gestörte Muster übernehmen, um sie dann wieder in uns aufzulösen und dadurch dann sozusagen diesen Planeten zu transformieren, dann ist es einfach wichtig, dass wir jetzt allmählich damit anfangen und damit aufhören mit diesen gestörten Mustern. Und das ist aber nicht so einfach, denn wir haben diese gestörten Muster entwickelt, weil wir auf einem Planeten angekommen sind, der zutiefst gestört ist und der uns traumatisiert hat, der uns erschreckt hat, auf dem wir uns einsam und verlassen und verraten und verkauft gefühlt haben und wo wir im Grunde gezwungen waren, um irgendwie zu überleben und durchzukommen, irgendwelche Muster, Überlebensmuster zu übernehmen und anzunehmen. Und ja, und die sind eben ganz überwiegend uns eigentlich nicht zuträglich. Sie reichen zum Überleben, aber sie reichen nicht dazu, um uns selbst zu verwirklichen, in dem Sinne des Wortes, dass wir hier das, was wir eigentlich als Sehnsucht im Herzen tragen, diesen wunderschönen Planeten, friedlich und in Harmonie und Einklang mit allen anderen Wesen, die hier zu Hause sind und das Recht haben, hier zu sein, weil sie hierher gehören, ja, einfach hier zu leben, dass wir das dann eben auch wirklich herstellen uns. Und was wir dafür tun müssen, ist eben diese alten Muster abzulegen. Und das ist etwas, was meiner Erfahrung nach in zwei Schritten passiert. Der erste Schritt ist die Erkenntnis überhaupt, dass wir da ein Muster haben, dass wir da uns neurotisch verhalten, dass das nicht normal ist, dass das gar nicht alle so machen. Und wenn es fast alle so machen, dass es trotzdem nicht normal ist, dass uns das sozusagen erstmal bewusst wird. Und das ist schon mal ein sehr schmerzlicher Moment, weil wir ja ein Bild von uns haben. Und wir wissen ja, dass wir immer das Beste meinen und immer das Beste im Sinn haben für uns und für die Welt und immer unser Bestes geben. Und dann zu merken, ja, aber mein Bestes war die ganze Zeit verunreinigt von neurotischer Arbeitswut in meinem Fall und mangelndem Selbstbewusstsein und der Überzeugung, nicht liebenswert zu sein und was es da alles für schreckliche Dinge gibt. Das ist ein, finde ich, sehr schmerzhafter Moment, der viele Tränen kostet und wo bei mir zumindest auch immer Scham mit dabei ist. Wobei ich jetzt immer schneller mit der Scham vorwärts komme, indem ich mir sage, nein, nein, ich muss mich dafür gar nicht schämen. Früher habe ich mich dann sehr geschämt, dass ich so gestört bin, dass ich solche Macken habe, dass ich so unvollkommen bin, so eine gesprungene Schüssel und so vermackelt einfach. Und jetzt sage ich mir, nein, ich kann mir dafür auf die Schulter klopfen. Ich habe das gebraucht, dieses Muster, um es überhaupt zu schaffen, groß zu werden und um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Und jetzt kann ich es mir leisten, dieses alte Muster, was ich jetzt nicht mehr brauche, abzulegen. Das ist aber nur der erste Schritt. Der ist notwendig, aber er nützt wenig bis nichts, wenn dann der zweite Schritt nicht kommt. Und der zweite Schritt ist, dass ich nach dieser grundsätzlichen Erkenntnis und mehr oder weniger tränenreichen und auch energetischen Befreiung, dass ich dann sozusagen dieses Muster offiziell für beendet erkläre und es loslasse und mich ganz bewusst aus den Verstrickungen zu anderen Menschen löse und alle diese Verbindungen, diese schwarzen Fäden, die in mir verankert sind, rausziehe und abtrenne und so weiter, mich mit Licht erfülle, mit meinem eigenen Licht. Das ist wunderbar und wunderschön, aber es reicht nicht. Sondern was dann kommen muss, das ist der
eher etwas langwierige und mühselige Prozess, wirklich meine Gewohnheiten zu ändern und im Alltag mir immer wieder auf die Spur zu kommen. Ey, Moment mal, das entspricht nicht dem alten Muster, sondern nicht dem neuen Muster, sondern das ist wieder das Alte. Da bin ich wieder zurückgerutscht, verflixt. Und das ist so frustrierend, wenn man das doch eigentlich ganz klar verstanden hat. Aber es ist eben wirklich eine Gewohnheit, die man umwandeln muss. Und ich bitte dann auch immer meine Helfer, meine feinstofflichen Begleiter und auch meine hier inkarnierten Begleiter in Gestalt meiner Freundin und meiner Familie und so weiter, sagt mir das. Ich bin da jetzt gerade dabei, das zu ändern. Und wenn ihr merkt, ich bin wieder, verkrieche mich wieder hinter den Bildschirm oder arbeite wieder zu viel oder ziehe mich wieder zurück oder so, dann macht mich darauf aufmerksam. Ne? Und ich bitte eben auch in der Meditation meine Hintergrundmannschaft, meine Geistige, helft mir, das immer wieder zu merken. Und das tun sie dann auch. Ich muss dann nur drauf hören. Das sind diese zwei Schritte, die wir tun müssen. Und jetzt komme ich zu dem, was ich euch vorlesen möchte aus IT 101, weil das da einfach so herrlich auf den Punkt gebracht ist, worum es meiner Meinung nach in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten zentral gehen wird im Jahr 2022, was wir erkennen müssen. Also, Angst und die dazugehörigen Verhaltensmuster haben nicht das Geringste mit unserer Identität zu tun. Angst, jetzt nicht die Angst, die sinnvolle Angst, wenn wir sehen, oh, da kommt jemand, ich sollte jetzt lieber ausweichen, damit wir nicht zusammenstoßen, sondern Angst in Form von Ängsten, ist eine parasitäre Lebensform, die auf diesem Planeten keinerlei biologische Geschäfte mehr zu erledigen hat. Wenn es uns hilft, können wir uns die Angst doch einfach vorstellen wie einen Pilz, der vor Äonen erfolgreich aus dem Weltraum eingedrungen ist und sich seitdem schmarotzerhaft von dem Leben auf unserem Planeten genährt hat. Die Angst hat mit unserem Wesen etwa so viel zu tun wie Fußpilz mit unserem Körper. Für welche Umgehensweise mit diesem Syndrom wir uns auch entscheiden. Wir müssen bedenken, es ist fast vorbei und wir sind nicht mit ihm identisch. Und der zweite Punkt, und das ist also dieses Mut-Ding, das üben wir ja auch in Dagmas Mutgruppe immer wieder und sprechen uns da gegenseitig Mut zu und tauschen uns aus über unsere kleinen Heldentaten in unserem Alltag bei der Bewältigung dieses Angstmusters. Und der zweite Punkt, den wir brauchen, das ist dieses Standhalten, diese Integrität. Integrität heißt es hier in dem IT 101 Buch, ihre Pflege und Bewahrung. Und nach unserer Geburt haben wir eben bei diesem Einsatz definitionsgemäß ein paar ziemlich große Behinderungen. Ne? Jetzt, wo es darum geht, sich aus dem Rollstuhl zum aufrechten Gang zu erheben, könnte sich hier und da die Versuchung einstellen, sitzen zu bleiben und sich auf unseren Privilegien als Behinderte, als Opfer auszuruhen. Die Einsatzleitung würde gerne diesen Augenblick dazu nutzen, um uns auf die Beine zu helfen. Denn wir sind keine Opfer. Wir sind strahlende, erfahrene Planetentransformatoren aus Leidenschaft. Wir sind Geschöpfe voller Liebe und Licht, die hierher gekommen sind, um bei diesem Prozess auf diesem Planeten, den es besonders schlimm erwischt hat, mitzuhelfen. Und hier heißt es halt, die größte Behinderung, an der wir leiden, ergibt sich aus dem Umstand, dass dieser Einsatz hier vollkommene Integrität erfordert, die Kulturen, die wir repräsentieren und in denen wir aufgewachsen sind, verlangen jedoch nur wenig Integrität bis gar keine oder lehnen sie sogar rundheraus ab. Das liegt daran, dass die Erdkulturen bei aller Verschiedenheit eins gemeinsam haben. Sie sind allesamt komplett gestört. Wenn eine Kultur sich erst einmal entschieden hat, welche gestörten Aspekte sie zu repräsentieren gedenkt, zeigt sie damit sozusagen Flagge, um ihre Position deutlich zu machen. Sie steckt ihre bevorzugte Sorte der Gestörtheit für daheim und unterwegs in ein handliches Päckchen und gibt dieses Päckchen als nationales Erbe weiter, das mit Stolz bewahrt und um jeden Preis geschützt werden muss. Weil wir aber irgendeine Nationalität beanspruchen mussten, um hierher zu kommen,
Und weil auch gerade die mitteleuropäische Identität hier in Deutschland, Schweiz, Österreich, Nordfrankreich, Norditalien, den umliegenden Ländern ein besonders, es ist ja ein Brennpunkt hier jetzt vom Bewusstsein in Mitteleuropa. Und deswegen sind viele von uns genau hier inkarniert. Das steht hier nicht, das habe ich jetzt gesagt. Weil wir aber irgendeine Nationalität beanspruchen mussten, um hierher zu kommen, ist niemandem von uns eine Identität erspart geblieben, die nicht mindestens 1 Million Lichtjahre und genau 180 Grad von der Wahrheit entfernt ist. Und die Versuchung, in dieser Gestörtheit zu verharren, in der Gestörtheit unserer nationalen und aber natürlich auch privaten, individuellen, familiären Muster, ergibt sich aus der Tatsache, dass es eine so mühsame und langwierige Reise war, überhaupt erst an diesen Punkt zu gelangen. Denn uns alle hat es ja ganz viel Mühe gekostet, uns hier anzupassen. Wir fanden das ja eigentlich von Anfang an alles sehr komisch hier. Und ich weiß aus Erfahrung und aus ganz vielen Gesprächen, praktisch alle, die dieses Video gucken, haben von Anfang an sich hier irgendwie fremd gefühlt. Hatten immer das Gefühl, irgendwie bin ich anders. Irgendwie. Und ich habe ganz lange verzweifelt versucht, so zu sein wie die anderen und dazuzugehören. Das haben die meisten von uns als Kinder, wenn wir uns nicht gleich bockig zurückgezogen haben. Ich hätte so gern dazugehört und ich wäre so gern so gewesen wie alle. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, nein, das hat überhaupt keinen Sinn. Ne? Aber es war erst relativ spät. Aber wir haben uns so viel Mühe gegeben, um uns hier so anzupassen und einen normalen Beruf zu ergreifen und Karriere zu machen und normal zu erscheinen und irgendwie dazuzugehören. Ich habe sogar dann im Gespräch mit Freundinnen und so manchmal Probleme erfunden, die ich gar nicht hatte, einfach nur, um mitreden zu können. Und die Probleme, die ich wirklich hatte, über die konnte ich dann immer nicht reden. Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, weil es so mühsam war, erscheint es als unstatthafte Verschwendung, das alles jetzt einfach abzuwerfen. Wir haben so lange gebraucht, um irgendwie normal erscheinen zu können, dass wenn wir jetzt sozusagen mit unserer eigentlichen Identität rausgehen sollen, wir denken, ey, Moment mal, ich bin doch nicht bescheuert, ne? Jetzt kann ich endlich so wirken wie die anderen, jetzt höre ich doch nicht damit auf. Wegen dieser vermeintlichen Verschwendung hängen wir vielleicht an falschen Identitäten oder stecken in gegenseitigen Abhängigkeiten, die den Genesungsprozess hinauszögern. Solche doppelbödigen Beziehungen, ob zu uns selbst oder zu anderen, beruhen auf einer gestörten Komplizenschaft, die auf dem Nährboden einer unausgesprochenen Forderung gedeiht. Diese Forderung können wir vielleicht so formulieren: Bitte störe mein Gefühl der Begrenztheit nicht. Das hier mag Auschwitz sein, aber es ist mein Zuhause. Ja, wir haben uns so daran gewöhnt, dass sogar die Vorstellung, es könnte jetzt ein neues Sein kommen und alles ganz anders werden und wir würden nur noch in Einklang mit allen Tieren und Pflanzen und Menschen auf der grünen Wiese tanzen und hätten überhaupt keine Probleme mehr. Ja, aber was ist dann mit meinem Motorrad? Kann ich das dann doch noch fahren? Oder was ist mit meiner Arbeit und mit meinem Fernseher und mit der und der Serie und mit all diesem ganzen grauen Asphalt, an den ich mich eben irgendwann auch trotz allem gewöhnt habe und so weiter. Ne? Und das kenne ich zumindest. Und ich habe es gelernt, es mir doch irgendwie hier gemütlich zu machen und auf meine Möbel stolz zu sein oder meinen Pony oder mein Haus oder mein Boot. Und wer weiß, was dieses neue, neben diesem ganzen Getanze und Gelache und Glück, naja, Glück, ne, ist auch überschätzt. Was ich habe, das habe ich. Das ist so diese Ängstlichkeit. Aber wenn wir diesen Pakt aufrechterhalten, gibt es ein Problem. Mit dermaßen viel gestörtem Gepäck kommen wir unmöglich durch die Pforten zur fünften Dimension. Wir müssen jede falsche Identität beim Zoll zurücklassen, wo man unsere Habseligkeiten gründlich auf eingeschmuggelte Bewusstseinszustände filzen würde. Das gefällt mir natürlich nicht, aber dieses Buch wurde weit vor Grenzkontrollen durch Corona geschrieben. Und es geht ja auch nicht darum, dass irgendjemand das filzt in Wirklichkeit. Das ist jetzt hier, weil es ja insgesamt so ein lustiges Buch ist, so ausgedrückt. In Wirklichkeit ist es einfach eine Schwingung. Diese gestörten Bewusstseinszustände haben einfach eine andere Schwingung als das, was zur Erde in ihrem aufgestiegenen Zustand passt. Und deswegen können wir da nicht mit.
können wir das nicht mitnehmen. Wir können einfach da nicht reingehen, solange diese Schwingung an uns klebt. Und das Gute ist, die gute Nachricht, sie gehört ja auch eigentlich gar nicht zu uns, sondern in Wirklichkeit sind wir Liebe und Licht. Und den ganzen Rest haben wir uns hier eben mühsam angelacht, um hier überleben zu können unter den gestörten Bedingungen. Aber wir sind ja hierher gekommen, damit wir diese gestörten Bedingungen wieder in etwas Heiles verwandeln können und diesen Ort wieder heilen können. Und deswegen müssen wir diese gestörten Bedingungen, die wir brauchten, um hier überleben zu können, jetzt loslassen. Und dafür brauchen wir Mut. Und damit wir diesen Mut sammeln, habe ich Dagmars Mutgruppe gegründet. So. Also, zu diesen unzulässigen Bewusstseinszuständen zählen Unehrlichkeit, vor allem mit uns selber, Manipulation, alle Arten von vorgeschobener Behinderung, auch als Opfer, ich bin so, weil mein Vater dies, das und jenes mit mir gemacht hat oder weil meine Mutter dies, das und jenes nicht mit mir gemacht hat oder was dergleichen mehr ist. Alle Arten von vorgeschobener Behinderung, die Weigerung, unsere Identifizierung mit dem Überlebenskampf loszulassen, sowie alle versteckten, unheiligen Pakte, die aus Angst und Verleugnung, also aus Selbstverrat, geschlossen wurden. Die Einsatzleitung ist sich der Tatsache bewusst, dass die Neuausrichtung auf die Wahrheit Mut erfordert. Aber wir wissen auch, dass jeder Versuch, mangelhafte Integrität über die Grenze der bevorstehenden neuen Zivilisation zu schmuggeln, zum Scheitern verurteilt ist. Wir sollten während der Zeit unserer Rehabilitation, unserer Genesung, sanft mit uns und anderen umgehen. Und wir sollten in dieser Hinsicht sorgfältig sein, denn für Schummeleien ist kein Platz. Und denken Sie daran, es ist viel angenehmer, wenn Sie Ihre Krücken jetzt freiwillig hergeben, als wenn Sie erst an der Grenze damit auffliegen und dann unter Umständen zurückbleiben müssen. Und dieser Mut, den wir jetzt brauchen, den wünsche ich uns allen in reichem Ausmaß, denn je mehr wir es schaffen, jetzt wirklich ernsthaft bei uns zu bleiben und in uns selbst aufzuräumen, umso schneller und glatter geht das Ganze und umso schneller erledigt sich dieses Alte. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht es so, obwohl jetzt ja gerade noch 1000 schlimme Sachen irgendwie beschlossen werden sollen und angedroht werden und angekündigt werden und so und sich eigentlich im Außen noch nicht viel verändert hat, irgendwie als gleitet das davon. Ich kann das gar nicht mehr fühlen. Ich habe wirklich Mühe, mich an diese Angst und Unruhe zu erinnern, die mich noch vor Monaten immer wieder auch mal erwischt hat. Und ich dachte, oh oh, ob das wohl gut geht. Und gestern, geht das gut? Beziehungsweise, ich mache es gut. Ich mache es für mich gut. Und mir persönlich hat es dabei auch geholfen, die Rückschau auf das letzte Jahr und wo ich gemerkt habe, ja, es war zwar medial ein Katastrophenjahr, aber wenn ich eigentlich genau hingucke, für mich ganz persönlich, so schwierig viele Dinge waren und so traurig und so viel ich geweint habe, ich glaube, es hat nicht viele Jahre gegeben, in denen ich so viel geweint habe wie in diesem, trotzdem war es eigentlich für mich persönlich ein gutes Jahr, ein befreiendes Jahr, ein Jahr, in dem ich mich gefestigt habe, in dem ich mehr zu mir gefunden habe, in dem ich mehr zu anderen auch gefunden habe und mich mit anderen verbunden habe und in dem mir so viele Menschen auf einmal begegnet sind, ob jetzt vor Ort, viele auch vor Ort, aber noch viel mehr, die ich dann im nächsten Jahr bei den Vor-Ort-Treffen der Mutgruppe zu treffen hoffe, im Internet, dass ich gemerkt habe, Mensch, wir sind so viele. Und durch diesen Druck sind so viele von denjenigen, die wir in Wirklichkeit sind, schon sichtbar geworden und haben sich sichtbar gemacht. Und das ist etwas, was immer noch andauert. Ich bin wirklich voller Mut, Freude und Zuversicht. Und ich weiß natürlich, es ist noch nicht alles überstanden und es wird vielleicht weiterhin viele Spaziergänge geben. Insgesamt wird es sich nicht immer wie ein Spaziergang anfühlen. Aber ich weiß genau, wir schaffen das, wenn wir es wollen.
Und den Mut, das wirklich zu wollen, den Mut, alles Alte loszulassen, wo wir das Gefühl haben, das gehört nicht mehr zu uns, den wünsche ich uns. Und wenn du Lust hast, komm auch dazu in unsere Mutgruppe. Wir stärken uns da und das ist wirklich ein Raum, wo wir so fein und liebevoll und friedlich miteinander umgehen und uns gegenseitig auch darauf aufmerksam machen, ey, wir wollten hier doch keine Nachrichten posten, sondern wirklich nur über uns und unsere Entwicklung und unsere Gefühle und unsere Ängste und unsere mutigen Entwicklungen und Erkenntnisse sprechen. Und das gelingt uns auch immer besser und ja. Das wollte ich doch noch mal loswerden. Und ansonsten kann ich auch dieses Buch sehr empfehlen. Aber ich glaube, mehr als alle Bücher helfen uns im Moment jetzt wirklich die unmittelbaren zwischenmenschlichen Begegnungen und der Austausch. Denn wir sind Menschen und wir sind Menschen, die hierher gekommen sind, um aus dem Schlamm und Schlamassel ins Neue zu gehen und diesen schwierigen, heiklen Übergang zu wuppen, diese Geburt. Und dazu brauchen wir uns gegenseitig. Und ich freue mich auf 2022, ich freue mich auf uns alle und ich freue mich auf dich.